geht dann nochmal auf mit einem steileren Konus. Der fährt sich wirklich super und doch halt dann einfach besser funktioniert. Wir haben hier mal ein kleines Modell. Spätverstellung, das ist komplett auf dieser Zündungsseite beachtlich bei einem. Hallo Simson Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma RZT. Heute wollen wir euch endlich ein Nachfolgeprodukt für unsere elektronischen Rezermesser anbieten. Ihr erinnert euch, es ist noch gar nicht lange her, da haben wir die MMB-Drehzahlmesser vorgestellt, die extra oder nicht extra, aber zumindest angepasst für unsere Delta 21 Zündung gewesen ist. Wir waren mega glücklich, weil es hat auch gut funktioniert. Es ist bei euch Kunden auch super angekommen, aber 2 oder 3 Wochen nach dieser Ankündigung oder nach dieser Präsentation kam dann leider die Ankündigung, dass MMB dort leider nichts mehr macht, oder nichts mehr macht, ist falsch ausgedrückt. Da waren viele Gerüchte im Umlauf. Es ist ja nicht so, dass MMB dort pleite ist, wie es berichtet war, oder nichts mehr macht oder irgendwas auch immer. Der einzige Punkt ist, sie stellen diese Sparte dieser elektronischen Drehzahlmesser und Tachos ein. Sehr schade, aber ist einfach eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Weiterhin die normalen analogen Geräte werden die ja weiterhin liefern und haben wir auch weiterhin im Programm. Aber wie gesagt, leider diese elektronischen Geräte nicht mehr. Dadurch, dass das natürlich bei euch super angekommen ist, weil es gibt ganz viele Leute, die elektronische Drehzahlmesser suchen, die auch wirklich funktionieren. Weil das Problem ist halt wirklich bei der Signalaufbereitung, dass da immer ganz viel Unklarheit ist. Was funktioniert an welcher Zündung? Wie muss ich das anklemmen? Was brauche ich für die Signaleinstellung und so weiter? Da haben wir jetzt Gott sei Dank in sehr guten, ich möchte es gar nicht Ersatz nennen, weil es ist eigentlich was wesentlich Größeres, und mit der Firma Koso aus Taiwan. Die haben den Vorteil, die sind halt seit vielen Jahren eigentlich schon Weltmarktführer in diesem Segment der elektronischen Anzeigeinstrumente. Und das muss man wirklich sagen, sieht man halt auch in der ganzen Qualität, wenn man so einen Teil in der Hand hat. Wir haben uns jetzt einiges an Mustern bekommen lassen. Wir haben alles durchgetestet. Es funktioniert alles wirklich sagenhaft simpel und perfekt. Und dort merkt man wirklich, dass dort eine riesengroße Firma dahinter steht, die wirklich weiß, was sie tut und schon ganz lange in diesem Segment halt drin ist. Also das macht halt alles in ganz soliden Eindruck. Ich fange erst mal an, was die überhaupt haben. Im Prinzip haben die ähnlich wie MMB, was für uns das Interessanteste war, dieser analoge Drehzahlmesser, also sprich mit einem Zeiger, nicht einfach mit einer digitalen Anzeige, in 60 mm. 60 mm das typische Maß, was auf der S51 da verbaut worden ist. Der hat einen Anzeigebereich bis 12.000 Umdrehungen. Meiner Meinung nach ideal für das ganze Straßentuning-Zeug, für jemanden, der reine Wettbewerbsmotoren fährt, wird dann wahrscheinlich sowieso ein größeres Display dort oder irgendwas anderes da drauf bauen. Aber für den ganzen, für die ganzen Straßenmopeds, Tuning-Mopeds und so weiter, ist das wirklich vom Anzeigebereich ist ideale. Der Riesenvorteil ist hier noch, wir haben zusätzlich immer noch ein digitales Anzeigefeld. Ich zeige dann nochmal, wie ich das Ganze anklemme. Da sieht man das Ganze noch ein bisschen besser. Und in diesem digitalen Anzeigefeld könnt ihr euch zusätzlich parallel dazu einfach noch eine ganze Reihe anderer Sachen anzeigen lassen. Das ist relativ frei konfigurierbar. Da ist zum Beispiel immer dieser Temperatursensor mit dabei, den ihr irgendwo verbauen könnt. Ihr müsst auch nicht im Motor verbauen. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, auch einfach nur die Außentemperatur messen. Aber man kann den halt auch irgendwo im Motorbereich in Zylinderkopf schrauben, wie auch immer, um dort einfach mal die Temperaturen zu überwachen, das Getriebeöl von der Temperatur zu überwachen, weil eigentlich ist es natürlich hier in Wassertemperatur oder ein Öltemperatursensor, der misst bis 250 Grad. Also im Prinzip alles, was in unseren Motoren hier auftritt, kann der temperaturmäßig erfassen, außer Auspufftemperatur. Ne? Also in den Auspuff reinschrauben und Auspufftemperatur messen wird hier nicht funktionieren, weil dort kommt einfach mehr zustande als 250 Grad. Ihr könnt hier auch euch die
Batteriespannung anzeigen lassen oder was auch immer. Da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten. Das ist auch alles erklärt, schön im Manual. Und ja, von daher auf jeden Fall eine zusätzliche Funktion. Was ich auch schon geklärt habe, dieser Sensor ist automatisch gleich mit im Lieferumfang drin. Es passt aber an denselben Stecker auch dieser Zündkerzensensor hier, der im Prinzip das gleiche misst, aber halt ein kleines bisschen an einer präziseren Stelle. Also im Prinzip ist es auch nicht so Zündkerzentemperatur, dass das von einem zum anderen Motor komplett vergleichbar ist, aber etwas näher als dieser Sensor, den ich natürlich, ob ich den oben in den Kopf reinmache oder 3 cm weiter vorn oder weiter hinten, macht natürlich gleich riesen Unterschiede aus von den Messwerten, die da rauskommen. Aber rein für sich selber, also nicht um Messwerte mit Kumpels zu vergleichen, aber einfach nur für sich selber, um zu sehen, mit einem bestimmten Setup wird der Motor 20 Grad heißer oder eben nicht. Gerade wenn man hier in der Delta irgendwelche Sachen probiert, ist auch dieser originale Sensor, der dabei ist, auf jeden Fall eine super Alternative. Ansonsten ist das wirklich, so wie das halt wirklich kommt, war ich da wirklich beeindruckt, weil das ist halt zum einen mega komplett. Also ihr habt alles dabei, was ihr irgendwie für die Montage und von Randschrauben her irgendwie braucht. Es ist immer von den Kabeln her oder von der Belegung her immer dasselbe. Ich habe jetzt eine ganze Reihe verschiedene Instrumente schon durchgetestet. Es ist von der Belegung immer dasselbe. Auch die Menüs, wie man sich dann durch diese Einstellbereiche dort durchklickt, ist immer dasselbe. Es sind natürlich unterschiedliche Bereiche, was dort aufgezeichnet oder gemessen werden kann zwischen einem Tacho und einem Drehzahlmesser. Aber das System, wie das Menü aufgebaut ist, ist immer dasselbe und super intuitiv. Also da kommt jeder damit zurecht, zumal es ja auch eine super Erklärung gibt. Wir selber haben auch in die Produktbeschreibung die Anleitung nochmal ganz simpel nur für die Delta gemacht. Einfach die 3-4 Schritte, die dort zu befolgen sind. Aber es ist wirklich total easy, weil die Delta halt einfach den Vorteil hat, dass wir ein sehr klares Pickup-Signal gleich von hier unten von der Zündung haben. Sprich, wir müssen nicht in das Hochvolt-Signal rein, was von der EQ zur Zündspule geht, sondern wir können dieses Niedervolt-Signal nehmen, was direkt aus dem Signal, aus dem Pickup kommt und sind dort halt total easy. Also wir brauchen keinen Filter oder was auch immer, einfach reingeklemmt. Das zeige ich euch dann nochmal drüben auf dem Zündungsprüfstand und dann läuft das Teil. Ja, wie gesagt, diesen Drehzahlmesser gibt es in 60 mm, der auch, wenn einem das optisch nicht so passt, auch in die üblichen Simson-Tacho-Halterungen hier im Prinzip reinpasst. Es ist immer mit dabei, alles, was ihr irgendwie braucht zur Befestigung, ob das jetzt die Klemmung zum Klemmen auf dem Lenker ist oder ob man sich das irgendwie anschrauben möchte, hat man dort immer eigentlich ausreichend Material da. Und es ist alles da, was ihr an Kabeln im Prinzip irgendwie braucht. Dasselbe Instrument gibt es dann nochmal in 48 mm für die Schwalbetypen oder die kleine Bauart. Ist eine optische Sache. Also rein von Funktionen her ist es absolut identisch, auch vom Anklemmen her. Der einzige Unterschied ist halt wirklich die Größe, ist eine reine Optiksache. Und der zweite Punkt ist, die machen auch Tachos elektronisch. Im Prinzip genau dieselbe Sache. Hier ist der Anzeigebereich bis 160 km/h oder Meilen, kann man sich einstellen. Ja, meiner Meinung nach ein kleines bisschen hoch. Es wäre schöner, wenn das für den Simson-Bereich 140, 120 Bereich km/h wäre. Dann wäre diese Anzeige hier ein kleines bisschen kleiner unterteilt. Ich meine, in dem 60er-Instrument funktioniert das noch oder geht das noch super. In dem 48er finde ich es halt für den Simson-Bereich ein kleines bisschen klein. Aber ist eigentlich nicht das richtige Riesenproblem, weil ihr habt auch hier noch dieses digitale Anzeigefeld, wo ihr euch auch wieder Temperaturen oder was auch immer anzeigen lassen wollt. Aber wenn ihr das möchtet, halt auch die Geschwindigkeit nochmal digital. Und dann seht ihr halt hier genau als Digitalanzeige nochmal, ob das jetzt 72 oder 74 km/h sind. Und ja, dann sieht man das ein kleines bisschen schöner. Ansonsten von der Montage-Sache ist die Tacho-Sache ähnlich wie der Drehzahlmesser. Es ist alles mega solide, also gerade die Geschwindigkeitserfassung über den
über den Sensor über das Vorder- oder über das Hinterrad. Ja, gefällt mir alles wirklich gut, weil hier wirklich massive Alu-Brackets dabei sind, wo ich das wirklich ordentlich festkriege, weil da gibt es auch viele Systeme, da sieht es im Prinzip aus wie bei einem Fahrradtacho, wo ich mir das irgendwie mit Gummibändchen dort rummachen muss. Also ist wirklich eine schöne, solide Sache und funktioniert halt auch wirklich gut. Dann noch ein Instrument, was ich, wir haben es noch nicht im Shop, aber was ich ganz interessant finde, und zwar ist es dieses Kombi-Instrument, das ist 80 vom Durchmesser her, also ein kleines bisschen größer als die 60er Basisvariante, aber es ist ein Kombi-Instrument mit Drehzahlmesser und Tacho in einem. Und das macht es meiner Meinung nach super interessant für die ganzen Straßenfahrer. Der Drehzahlmesser hat ja einen Anzeigebereich bis 9000, also alles für maximal relativ zahmes Tuning-Zeug oder einen Straßenbereich halt. Und parallel wiederum dieses digitale Anzeigefeld, wo ihr euch die Geschwindigkeit anzeigen könnt oder halt auch Temperaturwerte oder auch beides zusammen, oder es ist relativ frei programmierbar eigentlich. Also wirklich eine schöne Sache. Ich denke, das Teil werde ich mir jetzt mal selber verbauen an dem Fahrzeug. Ja, das finde ich eine wirklich super Lösung, weil ihr halt beides in einem habt und nicht auf diese zwei Anzeigeinstrumente dort angewiesen seid. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, alles was Tachos sind, hat eine KBR-Zulassung, also ABE. Das ist ganz wichtig, bei Drehzahlmessern ist das nicht ganz so dramatisch, aber ein elektronischer Tacho, wenn er dran ist, muss, weil es ja ein offizielles Messinstrument ist, eine ABE verfügen. Das haben die alle da, das ist alles jeweils mit dabei und ja, sodass wir dort wirklich auf der sicheren Seite sind. Und man merkt wirklich, ja, dass das eine Firma ist, die schon seit Jahrzehnten nichts anderes macht als diese Anzeigeinstrumente, Sensoren dafür und so weiter. Also gefällt mir wirklich gut. Wir haben uns auch noch ein paar andere Sachen angeschaut, weil der Koso hat halt auch ein ganz großes Portfolio, wo es in die Richtung Rennsportteile geht, also digitale Displays, wo ich verschiedene Sensoren oder viel andere Messwerte noch mir anzeigen kann oder die ich einfach noch freier habe von der Konfiguration her. Das ist jetzt für den Straßentuning-Bereich vielleicht nicht ganz so interessant, aber ich bin mir sicher, wenn das ein bisschen mehr in Richtung Rennsport geht, wird da vielleicht auch noch das ein oder andere Instrument interessant sein. Die haben ganz viel im Bereich Sensorik, also einen ganz großen Bereich, der wirklich für die Delta, für das, was wir mit der Delta noch vorhaben, ja, noch zu ermöglichen, wirklich relativ gut zusammenpassen könnte. Also wir haben auch bei der Delta schon Sachen im Hinterkopf gehabt mit Schaltblitz und solchen Anzeigeinstrumenten. Das haben wir jetzt alles in dem COSA-Drehzahlmesser von Haus aus schon drin. Also müssen wir jetzt gar nicht unbedingt mehr haben, aber es sind eine ganze Haufen Funktionen, die sich wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Von daher bin ich wirklich froh, dass wir hier eine tolle Lösung gefunden haben, die preislich auf demselben Niveau oder eher ein kleines bisschen unterhalb dieser MMB-Schiene liegt, wo also wirklich ja, auch da sich niemand beschweren kann. Ich zeige euch jetzt nochmal auf unserem Zündungsprüfstand, wie wirklich simpel das Ding anzuklemmen ist, wie die Drehzahlprogrammierung funktioniert für die Delta und wie das Ganze aussieht. Und wenn ihr dort mehr wissen wollt, schaut bei uns mal im Shop rein. Ich möchte euch hier mal ganz kurz zeigen oder relativ schnell zeigen, wie das anzuklemmen ist und wie die Grundfunktionen einzustellen sind. Das geht wirklich ganz easy, deswegen kann ich euch das hier in ein paar Minuten zeigen. Und ich denke, da ist das am anschaulichsten, obwohl auch überall perfekte Anleitungen und Beschreibungen da sind. Das Ganze geht los. Ihr habt ja dieses Instrument und immer diesen separaten Hauptkabelbaum. Der ist eigentlich immer mit dabei, außer bei dem kleinen 48er Gehäuse, weil das dort einfach aus Platzgründen nicht möglich ist. Da haben sie den Stecker direkt rangemacht. Der wird als allererstes rangesteckt. Dann habt ihr hier diese fünf Ausgänge beim Fall vom Drehzahlmesser. Da habe ich lediglich schon die Kabelschuhe im Prinzip rangemacht. Dann geht es los. Schwarz ist Masse, was auf die Batterie kommt. Ist halt ja, asiatisches Gerät, sonst wäre das vielleicht von der Farbe her ein bisschen anders. Dann haben wir Rot, ist Dauer Plus, also das klemmt man am besten direkt auf den Pluspol von der Batterie. Also ich schraube das hier auch mal direkt hier hinter die,
hinter diesen Anschluss dran. Und wenn der Strom kriegt, dann wird er schon hier so ein kurzes Lebenszeichen von sich geben. So, dann haben wir hier noch das braune Kabel, das ist praktisch das geschaltete Plus. Das klemmt er am Zündlichtschalter auf die 15 oder wo auch immer ihr praktisch die Zündung halt einschaltet. Und wenn ich das halt einschalte oder anklemme, das ist wie wenn ich die Zündung einschalte, dann macht er hier schon diesen Test, fährt einmal von vorne bis hinten ab. Dann habe ich hier lediglich noch das blaue Drehzahlkabel, das Drehzahlsignalkabel. Da ist schon ein Stecker dran, dieser runde, der passt nirgendwo anders dran, den kann ich hier direkt ranklemmen. Und dann klemme ich den auf das Pickup-Signal von der Delta, also sprich dieses grüne Ausschalterkabel. Im Prinzip beim Ausschalten von der Delta mache ich ja nichts anderes als das Primärsignal auf Masse legen. Und hier gehen wir einfach mit ran. Und parallel dazu klemmt das dazwischen, beziehungsweise den ihr normalerweise auf die 2 klemmt, lasst ihr dort weg, steckt das Drehzahlkabel im Prinzip an die 2 am Zündschloss und steckt dann praktisch den Ausschalter hier mit dazwischen, sodass das verbunden ist. Relativ simple Sache. Und dann die Programmierung selber funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier unten immer im Prinzip einen Button. Einmal lang drauf drücken, dann komme ich in dieses Setup-Menü, 5 Minuten. Da kommt als erstes hier Unit, da kann ich einstellen, ob es Grad oder Fahrenheit sein soll. Drücke ich einmal weiter durch, Ill, das heißt die Hintergrundbeleuchtung. Drücke ich nochmal kurz durch, komme ich jetzt hier auf RPM, also das ist so ein bisschen kryptisch dargestellt, aber soll RPM heißen. Wenn ich jetzt hier wieder lang drauf drücke, heißt es, dass ich praktisch diesen Drehzahlwert hier verstellen möchte. Das ist das Signal im Impulseingang oder beziehungsweise die Anzahl der Signalimpulse. Das steht original schon in der Regel auf 1. Dort brauchen wir es bei der Delta auch auf 1. Das heißt, pro Umdrehungen kommt ein Zündimpuls und soll auch ein Zündfunke kommen. Das kann man hier vorstellen bis zu 6. Das zum Beispiel bei einem 6-Zylinder oder auch bei der Wabe, die ja gar keinen Pickup hat, sondern im Prinzip sich das Pickup-Signal nur aus der Kurve von den normalen Spulen rausrechnet. Das nächste ist dann 0,5, also wenn man praktisch in Viertakt Einzylinder hat, ne, wo praktisch nur alle 2 Umdrehungen ein Zündimpuls kommen soll. Und das nächste ist dann wieder 1, also 1 ist der Wert, den wir halt hier wirklich brauchen mit der Delta. Dann drücke ich hier wieder lang drauf, um das zu bestätigen. Und dann komme ich auf die Signalform. Da gibt es Low Act, also Niedrigvoltbereich, und High Act. Das bräuchte zum Beispiel die Wabe, die praktisch das Hochvoltsignal von der Echo oder von der zur Zündspule, also praktisch dieses Rosa-Kabel nehmen müsste. Aber bei der Delta haben wir so ein gutes Primärsignal hier unten vom Primärgeber. Da können wir gleich dieses Signal nehmen. Das ist immer sinnvoller, weil wir dadurch halt einfach überhaupt keine Hochvolt hier in das Gerät halt geben. Und dann sind wir im Prinzip schon durch. Entweder wir warten jetzt hier, zeige ich auch mal, nach 30 Sekunden springt dieses Menü dann automatisch wieder raus von diesem Einstellbereich aufs normale Menü. Entweder wir warten so lange und jetzt ist es soweit, oder ihr drückt noch einmal lang, dann kommt er auch dorthin und dann sind wir hier schon so fertig. Ne? Und im Prinzip, dann seht ihr hier, wie wirklich schön das komplett gleichmäßig halt läuft. Ja, also wirklich eine tolle Sache. Ein Punkt ist mal noch, habe ich noch vergessen, in Temperatursensor stecken wir mal noch kurz an. Also wie gesagt, dieser Temperatursensor, den eigentlich immer mit dabei liegt, gratis, der kommt im Prinzip hier einfach an dieses Anzeigeinstrument und ihr seht, sofort habt ihr dort relativ genau einen Messwert.
schön sieht, bei uns ist Raumtemperatur, da muss keiner frieren. Und die sind auch wirklich relativ sensibel. Also wenn ich hier bloß mal ein paar Sekunden hier das Ganze festhalte, seht ihr schon, wie das Ganze hier hoch macht. Also damit könnt ihr euch alles überwachen im Motor, was bis maximal 250 Grad heiß wird. Das ist im Prinzip alles bis auf die Abgastemperatur. Oder parallel dazu haben wir auch im Shop diese Sensoren oder das Kerzengewinde. Da ist derselbe Anschluss dran, um euch die Kerzentemperatur anzuschauen. Also ich denke, es ist wirklich selbsterklärend gemacht. Viele der Beschreibungen sind auch auf Deutsch. Und ich bin wirklich begeistert, wie relativ easy das Ganze geht und wirklich schnell. Also da muss man oft mit anderen Geräten viel wesentlich mehr fummeln, bis man dort den richtigen Signalimpuls hat. Schaut es euch mal an im Shop. Ich denke, wir werden diese Sparte auch noch ein kleines bisschen ausbauen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Sensoren dafür, wo man diverse andere Sachen noch messen kann. Und müssen mal sehen, wie das Ganze anläuft. Aber ich denke, das wird gut ankommen. Also, bis dann. Ciao.